Aber da kommt ja gar nicht mehr. Jesus! Ja, was fällt euch denn ein? Ja, meine Herrschaften, das geht nicht. Alle Anflieger am Balkon hinausrennen. Wir müssen nur schauen, dass wir mit der Probe fertig werden, nicht wahr? Was ist los? Gehen wir. Grüß Gott, bring ein, bring Glück herein, mit frohen Mut und heiterem Sinn. Wir heißen euch willkommen hier in unserem Schöpfchen. Halt, Moment! Was ist, warum sind Sie nicht? Warum sind Sie nicht? Wir können ja nicht zum Hauspersonal. Das ist ja der Wurscht, nicht wahr? Sie sind zum Empfang herbestellt. Und ein Empfang ohne Gesang ist wie eine Rose ohne Duft. Also duften, das sehen Sie, nicht wahr? Bitte! Grüß Gott, bring ein, bring Glück herein, mit frohem Mut und heiterem Sinn, wir heißen euch willkommen hier, in unserem schönen Lied. Halt, weg, ich kann Sie nicht brauchen, weg. Aber Herr Knöpfel, ich singe doch eh so schön und laut. Nein, Sie singen nur laut, Sie schmeißen mir den ganzen Empfang. Gehen Sie in die Küche zu Ihrem Geschirr. Aber Herr Knöpfel... Ruhe! Es handelt sich um unsere Reputation. Und was soll sich denn Herr Graf von unserer Musikstadt Wien denken, wenn er mit so einem Geplärr empfangen wird? Denn er ist sicher sehr musikalisch. Sie kennen ihn doch noch gar nicht, Herr Knöpfel. Nein, nicht mehr, aber einen unmusikalischen hätte unsere Comtesse nie geheiratet. Nie, also stellt das Ganze von vorne, jetzt muss aber klappen. In wenigen Minuten kann das junge Paar da sein.